damit da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe wieder den Dommel dabei. Guten Tag. Und wir haben einen Wurf tief, okay? Und wir haben auf der einen Seite den guten Patrick mit Goblins gegen den Mark mit UB Ninja. Ich weiß jetzt schon, dass das mit den Live-Points nicht ganz so hübsch ist, aber leider Gottes fehlt mir aktuell die Zeit, die nachzubearbeiten. Deswegen seht uns das nach. Wir werden immer wieder schauen, dass die Live-Points wieder passen. Ich habe auch da ein bisschen mit der Hand rumgespielt, weil man die Hand sonst von dem Goblin-Spiel nicht sehen konnte. So, vom Matchup her, Goblins, Ninja, was glaubst du? Oh, das ist Goblins mit dem Muxus, ne? Zwei Muxus, also kein Turbo-Muxus. Kein Turbo-Muxus. Boah, ist halt die Frage, wenn der den Muxus-Plan resolven kann, glaube ich schon, dass er ziemlich gut für den aussieht. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viel der gegen den Ninitsu-Plan vom Ninja macht, tatsächlich. Auch nicht. Hm. Frage ist interessant. Hier. Ja, Ninja. Panda Shuffle ist natürlich ätzend. Ist ein ätzender Start, ja. Ja. Hammer Badlands, ja. Rebel, Ringleader, ja. Carbon. Carbon habe ich noch gesehen, sehr gut. Oh, noch die Top da von oben. Das macht wiederum die Hand. Die Hand geht so. Ja. Hm. Mal abwarten. Also ich glaube, wenn die Goblins halt so Turn 2, 3 relativ viel aufs Board kriegen, wird es für Ninja schwierig. Wenn das Spiel was länger dauert, glaube ich eher, dass Goblins Ninjas da. Echt, glaubst du Ninjas? Interessant. Bin ich mal gespannt. Ja, hier haben wir den guten Typen, der einen Goblin produziert. Wunderschöne Goblins. Tokens für MTG. Ja, der Typ mit Echo, ne? Das ist der Typ mit Echo, der, wenn er stirbt, wieder einen Goblin hinterlässt. Ich habe bis jetzt so selten erlebt, dass die Echo-Kosten bezahlt wurden. Tust du auch einfach nicht. Du könntest auch einfach zwei Mana, du kriegst 2-1-1er spielen, der gibt's leider nicht. Hier, der Ding kann halt noch blocken und theoretisch mit bestimmten Opfereffekten halt auch nochmal einen mehr Trigger. Stimmt, ja. Mit den ganzen Opfereffekten, mit dem Schwarzen, der dabei ist, ist das mittlerweile gar nicht so schlecht. Joa, ne? Ist halt die Frage, ob man jetzt macht. Den Ninja hatte man, glaube ich, auf der Hand. Ninja ist auf der Hand. Carbon of Souls verhindert halt, dass man countert, was sehr, sehr ätzend sein kann. Aber durch die Fiole macht man da halt eh nicht viel. Dann Fetch. Auf 19. Müsste sogar schon auf 18 sein. Stimmt. Wenn ich jetzt von den Zahlen richtig deute. Das sind zwei Fetch-Länder, ja. Das wird ein Ninja sein. Jetzt ist die Frage, ob das der Infiltrator ist oder die Yuriko. Das sieht nach Infiltrator. Damit zieht man einfach nur eine Karte, wenn man den Gegner hittet. 18. Beide. 18 beide. Dann spielt man auch nicht top danach. Oh, dann kann man Go machen, ne? Da kommt wahrscheinlich ein Lecky. Oh, das wäre gefährlich. Oh. Nee. Oh Gott, wie heißt der noch? Skirt Prospector. Prospector, da war ich mir sicher. Ja. Ja, ist halt die Frage, weil ich glaube. Also, ihr habt mir die Echo-Kosten nicht bezahlt? Ja. Das wird merkt man gerade. Sehr gut. Wie gesagt, also. Ja, also im Endeffekt relativ. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Bio, ein Badlands auf der Hand. Ein Badlands und der Typ mit Flash, der Schwarz-Rote. Ja. Oh, hier kommt der Lord. Das, ist schon das war plus 1, plus 1 und Eile. Das ist schon mächtig und vor allem unkonterbar, was sehr anstrengend ist. Das ist jetzt halt richtig ätzend, ne? Vor allen Dingen jetzt mit dem Dude mit Flash, der Schaden schießt, kann man halt schön, wenn noch ein Ninja reinkommen sollte, den einfach vor Damage mit der Wahl ausschalten. Ja. Der liegt ja auf 2. Richtig. Force of Will ist jetzt hier nicht der Draw, den man haben will. Aber mit Brainstorm kann man vielleicht noch was machen. Fatal Push? Ich weiß nicht, ob da ein Push auf der Hand ist. Das ist auf jeden Fall eher. Ja, jetzt muss man entweder reagieren oder man muss eigentlich reagieren, ne? Ja, also wenn, dann schmeißt man jetzt den Goblin rein, schießt den Ninja down. Ja, sonst gibt er zu viel Value. Auf der anderen Seite, der Ringleader auf der Hand, den kann man halt auch noch easy spielen, weil man einfach Mana mit dem Skull Prospector ja erstellen kann. Stimmt, du kannst ja einfach einen Goblin opfern, dann ziehst du den Ringleader. Genau. Und mit dem Ringleader kann man halt bis zu 4 Karten ziehen, was schon sehr, sehr mächtig ist. Jupp, der macht jetzt 5? Aktuell 5 Damage auf den Ninja.
Ja. Da geht wir ins Adventure. Genau, jetzt könnte man halt noch Fetch für Push, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich glaube, da wartet man lieber auf den Angriff. Ja, ja. Weil man dann noch eine Kreatur noch weiter weg blocken kann, was ganz nett ist. Da ist Land. Noch ein Carven. Yes. Ja, noch eine Carven. Das heißt, jetzt hat man auch den Ringleader. Das schon. Ja, es ist halt die Frage, will man die Vile droppen? Oder Vile und Ringleader? Oh, ich glaube, hier will man einfach den Ringleader für Power machen. Einfach nur, um schneller zuzuhauen. Und im Notfall kann man ja immer noch einen Goblin opfern, um die Vile zu spielen. Da kommt jetzt aber, glaube ich, jetzt aber die Vile, genau. Hier kommt die Vile. Jetzt ist die Frage, ob man die forcen will als Ninja-Spieler, weil es Force ist auf der Hand. Aber ich glaube, mittlerweile ist die eigentlich... Ja, da wird auch Goblin geopfert. Okay, Goblin geopfert für den. Für den Ringleader. Ja. Pff, ja, ne? Eins, zwei, drei... Vier. Und Matrone und der Gampalt-Incinerator, den man cyclen kann, um auch einer Kreatur x Schadenspunkte zufügen, wobei x die Anzahl an Goblins ist. Und mit der Matrone kann man sich den Moxus fast schon raussuchen. Boah, das ist schon krass. Das ist eine gute Hand. Vor allem theoretisch, wenn du die 1, 2, 3, 1. Jetzt muss ich gerade überlegen, der Moxus kostet 6, ne? Ja. So, hier geht alles schwingen, hiermit blockt man einfach mal. Ja. Ein Dude geht fetchen und bewahrt sich vor einer Menge Damage. Haut den Lord weg. Ja. Ja. Da ist das Fetchland wichtig, dass man den Revolt-Trigger hat. Genau. Weil ansonsten zerstört man halt die Kreaturen nicht. Nee. Dann könnten wir höchstens einen kleineren mitnehmen. Da ist der Block. Dann kriegt man auch 4 Damage, gibt man noch 7. Und der Ornithopter bleibt am Leben. Yes. Das war auch gut. Frage ist, wie wichtig das ist. Brainstorm. Aktuell sehe ich da nicht so die Gefahr. Ich glaube, ich habe mich eben ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meine, wenn Ninja Raisin, ist das für die gut. Und wenn es ein langes Spiel geht, ist die Goblins besser. So ja, meinte ja, ich. Ja. Ich glaube, das war eben einfach nur ein bisschen... jetzt ist halt die Frage... Ich glaube, hier kann man schon überlegen, wie man boardet. Ja. Ich wüsste auch nicht, was man hier noch 4 macht. Kommt wahrscheinlich noch Ninja, aber 18 Leben. 18 zu 7. Uff. Nee. Das mehr Länder. Ist nicht gut. Vom Boarden her, also ich glaube, Ninjas hat den schwarzen Force drin, der ganz nett ist. Ja. Gerade mit Muxus, weil man killt ja, Muxus und alle, die Muxus Goblins und alles, was reinkommt. Genau. Von der Goblin-Seite her wahrscheinlich ein bisschen alles an Removal. Ja. Ist die Frage, hat der Chalice im Sideboard? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, ja. Weil Chalice auf 1 wäre schon fast schon gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob man die Vile unbedingt braucht. Ja, schon. Du willst ja dich nicht kontern lassen. Dann ist bei Ninjas die Frage, ob man auf Back to Basics geht. Ich denke, ja. Man hat genug, was man rausbauen kann. Also gerade die ganzen Force und Days sind halt einfach tot in dem Matchup. Das ist alles eklig. Und da kann man einfach Quatsch reinnehmen, was halt Länder angreift oder Removal ist oder ähnliches. Ja, das ist halt jetzt die Frage, wie man es macht. Mhm. Und ist da die. Hat er noch was nachgezogen? Der Damage-Dealer hat er noch auf der Hand. Ja. Ja, da wird erstmal der Dings abgeschossen. Ach, der zieht ja noch eine Karte. Ja, klar, weil er ja cycelt, genau. Oh, ist das widerlich. Kommt dann Lecky? Wahrscheinlich für einen Mana. Erstmal alles rein. Uff, ein Leben. Das ist ein Piledriver. Auch ziemlich gut. Ja. Blockt den Ninja und greift durch den Ninja durch an. Ja. Das ist ziemlich over. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, wie viel rotes Removal tatsächlich noch in dem Sideboard von Goblins ist. Ich gehe mal davon aus, dass sie sowas spielen wie... kannst 2 Mountains opfern. Nee, das nicht. Das ist ja kein Removal, das tut Damage weh. Aber halt den roten Force. Ja, den meinte ich ja. Ach nee, da musst du ja eine Handkarte abwerfen. Genau. Abwerfen, pitchen, und dann 4 Schaden schießen, wie du möchtest, an Kreaturen.
Das ist schon ziemlich gut. Den sieht man mittlerweile relativ oft in so Decks. Das ist, der war früher total underwhelming. Selten. Also Goblins hat ihn schon länger gespielt und hat ihn auch sehr häufig und oft und lange gespielt. Ja, da wird geschaffelt. Okay, Mulligan. Ansonsten von Ninja auf jeden Fall hat man noch ein paar Removal-Spells drin. Also genug Removal-Spells und wenn es nur Eliminates sind. Ja, man kann halt aus dem Sideboard viel Removal reinboarden. Die schwarzen Force of Despair. Genau, die Despair-Force sind ziemlich gut dabei zum Benutzen. Ja, und hier ist halt der ganze Counterplan kann halt eigentlich raus, ne? Ja, allein durch 4 Vials und 4 von den Carven. Ja. Ein Mulligan auf 5 tut Ninja ist natürlich gut. Ja, da passiert. Ja, okay. Uff. Das ist so eine der Traumstart. Das ist ein super Start, wenn jetzt ein Yuriko auf der Hand ist. Oh. Ja, dann tut das richtig weh. Jetzt ist die Frage, ob man das Wasteland zockt als Goblin-Spieler. Ja. Ich glaube ja. Ja, tut man sogar. Einfach nur, um sich ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen. Ja, weil Ninjas mit 2 Mana so gut connecten kann. Das stimmt. Der Wahnsinn. So, und wenn der Ninja-Spieler jetzt halt darauf gehofft hat, dass das schwarz liegen bleibt. Oder generell einfach ein Land, damit er Yuriko benutzen kann. Ja. Das ist ein Daze aber immer noch auf der Hand. Da hat er wahrscheinlich Daze, genug zum da Einbauen. Ist ein Murderous Cut. Ja, ein Brainstorm. Und das ist kein weiteres Land, kann das sein? Ja. Oh, da ist Ninja und Swamp. Swamp und Ninja. Uff. Das ist gut. Das kann man mal machen. Da kann man auch schon überlegen, wie man das stackt, falls eine Yuriko auf der Hand ist. Da wird der Dings auf die Hand genommen. Da ist eine Yuriko. Uiuiui. 3 Schaden. Oh, 8 Damage obendrauf. Eieiei. Gib mal eine Runde auf 9. Turn 3. Ja, das kann halt auch mal passieren. Ne? Ja. Wenn man jetzt keine Antwort findet für die Yuriko, wird's bitter. Ist als Goblin-Spieler relativ schwer. Ich sehe jetzt auch kein weiteres Land. Ei, der hat auch kein Land gefunden mehr, Schande. Ne, Pile-Driver, Lord und Doppelmatrone. Jetzt bringt halt selbst der Goblin nix, den du cyclen kannst für Schaden, weil du den halt für 2 nur cyclest. Ja. Also bräuchtest schon den Munition Expert. Ja, man hat noch einen Goblin, hat noch einen Ninja auf der Hand. Ja, 2 sogar, wenn ich es richtig sehe. Da kann man auch einfach mal blind rein angreifen. Ja, klar, angreifen. Die Frage ist halt auch, was will der Gegner großartig machen? Er kann ja, die Power ist, glaube ich, maximal. Also, die können maximal mit 2 Schaden blocken. Das heißt, die Yuriko geht auch nicht drauf. Genau. Und der Trigger kommt ja trotzdem wahrscheinlich durch den. Ja. Oh. Ja, durch den anderen Ninja und halt auch durch den Ding. Das heißt, man hat 3 Trigger Yuriko, 3 Trigger Draw. Ja, ich würde jetzt auch 3 mal CI. Oh, oder so rum. 2. Ja. Ding, okay. Waren 2 Trigger für Damage. Jetzt hat man da wurden aber auch 2 Draw-Trigger vergessen. Ja, so ganz einfach, weil sonst hätte man nämlich erst 2 ziehen können. Ja, und dann mit einem Brainstorm oben drauflegen können. Was man nicht hatte, aber ich glaube, das ist auch ziemlich vorbei, also wenn jetzt hier. Ja, das ist ein. Ja, ohne Länder. Pile-Driver. Nee, da hat man Pech beim Top-Deck gehabt und. Oh, jetzt kommt noch ein Ninja rein. Jetzt. Dann ist einfach nur der Beatdown schon mal tödlich. Allein der Damage tödlich. Auf der anderen Seite, wenn hier Goblins ein bisschen was an Ländern gezogen hätte, wäre das schon stark gewesen. Mhm. Übrigens schöne Matte. Ja, ich weiß. Ich meine jetzt auch den Goblin-Spieler. Ja, ich weiß. Hat er sich auch teuer aus Amerika bestellt. Der Versand. Ja. Ah, aber ja, die ist halt echt schön, muss man echt sagen, mit dem fetten Goblin, der da liegt. Der gute Goblin King. Ja. Ja, ansonsten jetzt natürlich, ich sehe auch schon das Force of Despair auf der Hand. Das kann jetzt natürlich richtig, richtig hart. Oh, das war eine... Was ist denn bei Goblins los? Top da. Retrofitter. Ich habe eine Retrofitter gesehen, die wurde gerade von der Top gezogen. Das war gut. Das sind halt richtig solide Blocker, die der dann im Zweifelsfall produziert, ne? Ja, oder man haut jetzt einfach ab nächste Runde für 4-4 rein.
Das geht natürlich auch. Jetzt hat man noch den Changeling auf der Hand. Das heißt, oh, Leckum. Pithy Needle, oh, okay. Pithy Needle wird wahrscheinlich die Retrofitter ansagen. Ja, muss. Ist, glaube ich, das Einzige, was vernünftig machen kannst. Ja, hier fehlt mir immer noch der 4-4 Konstrukt-Token. Ja, von Tokens von DG. Ich habe noch nicht mal einen normalen. Ich glaube, ich habe die Idee abgezogen. Ja, das kann gut sein, das kann gut sein. Da kommt endlich der Lecky, halt eine Runde zu zwei Runden zu spät. Ja, jetzt ist die Frage, was hat Goblins noch auf der Hand? Weil bei Beninias passiert jetzt, außer er hat einen Nilia auf der Hand. Push und Push, Yuriko ist auf der Hand. Das ist gut. Das ist richtig gut. Die wurde angesagt. Das ist schon... Jetzt ist halt die Yuriko echt gut. Was wird da gerade diskutiert? Ich glaube, hier wird nochmal genau durchgegangen, wann man was machen kann. Ach so, die Frage, ob man wirklich die Foundry mit der Needle angesagt hat. Das ist die Frage, weil kann man die Yuriko, kann man... Das ist eine aktivierte Fähigkeit. Das ist eine aktivierte Fähigkeit, deswegen kann man die ja nicht kontern tatsächlich. Ich weiß es gerade nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das bitte unten mal in die Kommentare schreiben, wenn ich es bis dahin nicht nachgeguckt habe. Ansonsten erinnert mich in den Kommentaren dran. Bitte nochmal, dass ich nochmal reinschreibe, ob man Yuriko mit einer Pithy Needle den Effekt starten kann. Anscheinend nicht. Es wurde hier auf jeden Fall nicht gemacht. Hier kommen 5 Damage plus 0. Super. Ja. Aber man hat ein Land nachgezogen. Ja. Hier ist es natürlich gefährlich, wenn man jetzt den Ornithopter abgeräumt kriegt. Ja, das Force of Despair war ja noch in der Hand. Ja, stimmt. Und eine schwarze Karte tatsächlich. Ja, der Changeling war noch in der Hand. Wenn jetzt natürlich der Muxus kommt. Schwierig. Man müsste den Munitions Expert schießt den Ornithopter ab. Greif an. Huh. Man könnte hier natürlich auch einfach den anderen Ninja angesagt haben mit dem Card Draw. Ja, aber die Yuriko macht. Okay, die ist nur dreimal drin. Das ist halt die Frage. Aber die Yuriko macht halt mehr Schaden. Oder man hat halt wirklich die Foundry angesagt, weil es wurde halt bis jetzt noch nichts mit ihr gemacht. Jo, jetzt wird der Munitions Expert angesagt und schießt die kaputt. Ja, jetzt kommt der Lecky. Wen bringt der Lecky rein? Den. Ja, der macht. Der schießt den. Den 4-4er halt ab. Jetzt ist die Frage, ob man das Force Off schon. Ne, macht keinen Sinn. Ne, Force Off macht hier keinen Sinn. Ich glaube, man spielt ja einfach weiter, versucht noch anzu. Oh, Ponder. Erstmal pondern. Das ist eine solide Sache. Auf der Hand von Goblins habe ich auf jeden Fall noch ein Fetchland gesehen, das Rot-Grüne. Da ist ein Shuffle. So die Frage, ob man als Goblins dann eher rot-grüne oder welche Rot-Fetches spielt man dann am dürfsten? Weil ich glaube, von jedem 2, wenn man 8 Stück spielt, einfach nur damit man nicht gepithy-needled werden kann. Ja, weil irgendwas vortäuschen ist halt nach Runde 1 eh tot. Genau. Ansonsten, wenn man so wie Patrick hier im Steel-Faktor geht, muss man natürlich mit 4 Polluted Delta 4 von den Wooded Foothills spielen. Mhm. Weil Old Border Foil kostet halt nur die Welt. Wie das halbe Deck. Ja. Und ansonsten würde ich einfach mit 2-2-2 hingehen, damit man einfach da safe vor Pithy Needle ist. Ja, wobei die Pithy Needle könnte man auch noch ein Old Border Foil holen, ja. Also nur mal so als Ansage hier. Old Border ist schwierig. Ja, also Older Border. Ja, ja, aber es geht ja um Old Border. Ja, wobei, ne, kommt ja jetzt demnächst so ein Set raus. Ja, ja, das stimmt, stimmt. So, hier dann Angriff für 5. Da wäre schon fast. Man könnte hier jetzt mit dem Goblin die Yuriko blocken und könnte dann den 4-4er abschießen. Ja, oder man blockt die Yuriko tot. Also Block jetzt also mit dem Munitions Expert die Yuriko und mit dem anderen blockt man den Token und dann. Oder halt so, ne? Ja, oder ja. So. Interessanter Fakt, man muss hier den Token blocken. Wenn man den Token nicht blockt, kann man den Nier zu. Ja, stimmt. Dann, ja, aber ist die Frage, ob das... Auf den Removal in den Nier zu? Ansonsten würde er sterben, ist doch voll okay. Ja, stimmt auch genau. Stimmt. Ja, das ist so kleine Tricksereien, die ich jetzt auch schon öfter mit Ninjas hatte. So, block hier, schieß da, ja, dann schießt das andere weg. Ja, Fetchland. Da kam noch der Changeling. Der ist jetzt halt super. Ja. Ja, mehr Land braucht das Land.
Ich sehe auf der Hand jetzt nichts so viel. Ein Ringleader. Ein Angriff auf jeden Fall mal. Ja, blocken kann der ja nicht. Dann kommt der... Das ist kein Ringleader, oder? Nee, das ist... der Gute, der, wenn er stirbt, einen Schaden schießt. Ja. Oder wenn ein anderer Goblin schießt, stirbt, einen Schaden schießt. Und für, ich glaube, 2 oder 3 Mana kann man da einen Goblin opfern. Hier kommt... Piledriver. Der ist halt richtig aggressiv gegen das Deck. Und da kommt dann das Force of Despair. Und räumt einfach mal alles ab, was gerade reingekommen ist. Ich glaube, da wird der Goblin-Spieler gerade ein langes Gesicht. Ja, aber er darf noch 2 Schaden schießen. Stimmt. Der sieht den anderen ja auch sterben. Das heißt, der Changeling geht auf jeden Fall. Und schiebt eines ins Gesicht. Ja. 1 auf Changeling, 1 ins Gesicht. Ja. Und dann das Force of Despair ist so schön. Gerade gegen Elfen ist das auch so gut. Ja, ja. Gerade Hof, ja, dann machen wir Force of Despair. Okay, Game 2. 3, Entschuldigung. Ja, meistens Game 3. Ja, ich finde es ganz witzig, dass die Karte halt noch total underused ist, sag ich mal. Also den blauen Force spielt jeder. Ja, den blauen spielt jeder und die anderen spielt keiner. Ja, der weiße Force ist halt manchmal im Hawks. Stimmt, der weiße ist im Hawks, ja. Aber der wird dann quasi wahrscheinlich sogar noch mehr gespielt als die 3. Aber ist die Narset hier noch gut? Zieht mal Karten? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie sucht einfach nur noch ein Removal. 10-15. Das wird jetzt ein bisschen eng, ne? Ja. Wenn der Goblin-Spieler ein gutes Top-Deck hat. Kann das ganz schnell Ende sein. Ja, da war die Narset noch auf der Hand. Hat man Artifact Removal im... Ja, okay, man kann die Piffing Needle bouncen mit dem... Genau, Brazen. Du kannst halt den Brazen Burrower spielen. Also benutzen zum Bouncen. Jetzt ist halt die Frage, ob man noch angreifen kann. Als Goblin-Spieler. Schwierig, es kommt auf darum, dass jetzt halt gezogen wurde. Es wirkt nach Land, ja. Ja, jetzt muss man halt schon doppelt porten, damit man keinen Ninitsu ins Gesicht bekommt. Zumindest keinen. Ja. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Ja, ne? Weil die Yuriko haut halt für so viel mehr ohne Eliminate. Und zwar, ja. Jetzt auch nicht so bad. Auch nicht so bad. Jetzt hat man das Eliminate auf jeden Fall offen. Man hat aber kein zweites Duel mehr drin. Das eine war ja schon im Wasteland gefressen worden. Mhm. Auf der anderen Seite braucht man hier wirklich das zweite Duel. Nee, eigentlich nicht. Man kann da einfach auf dem Schwarzquelle fetchen, also auf dem Sumpf. Und gut ist, ja, da ist ein... Was zum Geier? Wolrath Stronghold. Da fehlt aber das schwarze Mana dafür. Ja, ja, dafür hat man ja Badlands drin. Ja, die man jetzt gerade nicht auf dem Feld hat. Ja. Ja. Aber das habe ich jetzt nicht erwartet. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, gerade in der Removal-Heavy-Meta, dass man einfach hingehen kann und kann dann nochmal einen Muxus oben drauflegen. Man kann die Muxus ja auch juggeln. Besonders lustig habe ich schon gegen einen gespielt, der genug Mana hatte und einen Muxus im Feld und einen auf der Hand und jede Runde durch Legendary Rule geopfert hat, wieder oben draufgelegt hat. Das war du richtig. Du schmeißt spannend. Einfach dein komplettes Deck ins Spiel. So ungefähr. Das war schon ziemlich witzig. Oh. Ist ja widerlich. Genau, hier kommt der Double Port. Ja, das macht halt jetzt kaum einen Unterschied. Da kommt noch eine Vista. 6. Ist man auf einem. Wow. Plus man hat nochmal Removal auf der Hand. Jetzt kannst du mit dem Lecky auch nicht mehr angreifen. Nee. Ja, da kommt ein Land von dort hoch. Oder? Ich glaube, ja, es war ein Land. Triple Port. Ja, hat den Removal auf der Hand, also das kannst du jetzt schieben. Ne? Jupp, das ist over. 2-1, Ubeninjas. Sehr, sehr interessante Spiele, sehr, sehr coole Spiele. Unexpected tatsächlich. Ich hätte jetzt gewartet, dass die Goblins wesentlich besser performen, aber der hat auch wieder mal nur Länder gezogen. Ja, das macht man ganz gerne mit dem Deck. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.